ein Celtic Rambler gebraucht mit einem Hemi 5,7 Liter. Das Ganze bereits schon in der EU zugelassen. Das heißt, wir können das Ganze hier in Deutschland jetzt auch zulassen. Hier ist Stefan Buhr von Wohnwagen Vogt. Ja, hallo, grüß dich Sven, hallo. Die Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses tolle Fahrzeug zu erwerben? Ja, ich bin auf die Idee gebracht worden. Kunde aus unserem Hause, also der Wagen war schon längere Zeit bei uns im Service immer gewesen und er hat sich jetzt entschieden, auf ein großes Reisemobil, auf einen Liner zu gehen und sich vom Gespann zu trennen. Und da ich das Fahrzeug kenne, habe ich es in Zahlung genommen. Ja, das Ganze aus GFK, das ist ein GFK Monocoque mit drin, beziehungsweise viele Bauteile sind komplett aus GFK. Wird gebaut in UK, so kann man sagen, in Großbritannien. Und Celtic Rambler ist eine Marke, egal wann ich einen Celtic Rambler jemals gefilmt habe, die Leute sind immer ausgeflippt. Und hier haben wir einen Preis vom Aufbau hinten. Der Aufbau hinten sind wir bei rund 85.000 Euro und vorne der Dodge Ram nochmal 39.900 Euro. Der Ram ist von 2019, hat 60.000 Kilometer, 5,7 Liter Hemi und der Aufbau ist ein 2013er Aufbau. Beide Wagen sind gespannt als auch Auflieger, sind voll foliert. Also auch der Ram, bei ihm sieht man es kaum vom Unterschied, wenn ich auch die Türen öffne. Ja, vom Farbunterschied her einen sehr milden Übergang von der Folierung. Das ist aber matt. Ja. Genau. So ein leichtes Metallic. So passt eben der Aufbau zum Ram. Da vorne sieht man es direkt, das ist die Kupplung. Man muss ein bisschen fahren können. Er fährt sich ein bisschen anders wie alles andere, denn ich sag mal, es ist nicht wie ein Wohnwagen, weil der Drehpunkt nämlich nicht hinterm Fahrzeug ist, sondern im Fahrzeug. Ja, er wendet eben fast auf der Stelle, ne? Das muss man auch sagen. Also der ist sowas von windig, der Wagen. Ist gewöhnungsbedürftig. Wenn man es mal drauf hat, fährst du das Ding überall rein, in jedes Nadelöhr. Ja, glaubt man gar nicht, wenn man das Gespann hier sieht. Wir reden davon, was haben wir hier, 13 Meter insgesamt Gespann. Und es war so windig, das kriegt man auf einer normalen Straße gedreht. In Amerika ist übrigens das hier immer noch klein, aber in Deutschland machst du damit richtig Aufsehen. Das heißt also komplett, wie es hier steht, 85 plus 40, sagen wir mal, 225 100, mit dem 125. Habe ich 200 gesagt? Vielleicht in 4 Wochen. Mal schauen. Das ist ein Fahrzeug gebaut in der EU, hätte ich fast gesagt, in der damaligen EU. Jetzt ist es ja Großbritannien, was mit dabei ist. Riesenslider, wir haben einen riesen Innenraum. Ja, das ist riesig vom Innenraum. Hier vorne ist es mit drauf. Da hast du also hier nochmal Privacy-Verglasung mit drin. Du hast also richtig viele Features wie drin. Rückfahrkamera, das Ganze drahtlos. Auch hier eine Aufbaubreite von ca. 2,30 Meter, die hier drauf sind. Und verschiedene Einspeisesteckdosen. Das ganze Fahrzeug steht auf 230 Volt. Das muss man auch wissen. Also es ist kein Amerikaner, es ist ein europäisches Fahrzeug. Ja. Ja, ist, wie du sagst, alles richtig. Danke. Große Rollmarkise. Ja. Das ist auch natürlich extrem belastbar. Das heißt, auch mal ein Windchen macht dem nicht so viel aus. Ja, wir haben sie gestern mal ausgefahren. Das ist so ein massives Gerät, die Markise hier. Gerade wenn man sie am Wagen dran lässt und nur nach vorne hinkippt, das ist echt massiv. Elektrisch oder ist mechanisch? Nee, ist manuell. Manuell. Wird nachher nur, die hier werden gelöst. Sag mal. Haken. Mit einem Haken rausgezogen. Hier rausgezogen, kommt das Ganze nach vorne und dann kann ich die Höhe einstellen. Ja, es ist unglaublich belastbar. Also wenn man das kennt, die normalen Markisen, da macht es ja schon mal Knack bei einem Wind. Aber hier, das ist eine ganz, ganz massive Ausführung. Also wo du wirklich auch mal beim leichten Windchen nicht so viel Angst haben musst. Ja. Mir ist schon eine Markise um die Ohren geflogen. Also ja, alle haben zwar gelacht, aber... Uns allen schon mal passiert, ja. So, das ist eine richtig stabile Ausführung. Hier sieht man es ja, das Zugfahrzeug ist ein echter amerikanischer Traum. Das eben noch gesagt, wo die Leute dann kommen und sagen, naja, der säuft aber wie blöd. Stimmt und stimmt nicht, denn... Klar, der braucht im Stadtverkehr, braucht er seine 15 Liter, das Zugfahrzeug an sich, ja. Aber wenn ich auf der Autobahn fahre, der ganze Wagen auf 4 Zylinder nur noch rollt, verbraucht er gar nicht so viel und im Gespann. Da reden wir hier irgendwo von 20 Liter Benzin, die er verbraucht. Und der Komfort, den wir hier haben, ist ja wie ein Luxusliner. Und jeder Liner in der Größe mit 13 Meter, haben wir ja eh nicht, aber mit 11 Meter haben wir noch viel mehr als 20 Liter. Mach mal auf, hier können 4 Leute sitzen. Kurz mal reingucken. Also der hat richtig viel Komfort mit drin, der hat eine Klimaanlage mit drin, hat Double Cap hier drin, Pritsche.
Der Vorteil ist natürlich gegenüber dem Liner, du hast dein Fahrzeug dabei. Ja, ja, exakt. So, auch der ist in der EU zugelassen. Mach nochmal auf bitte, ich filme mal einmal ganz kurz das Cockpit ab. Ja, ganz, ja. Sorry, wenn ich dich so bemühe bei 35 Grad im Schatten. Wenn es heute Filmdatum, 29. Juni, Lederlenkrad mit dabei, 39,9. Ich kann das Auto nicht einzeln erwerben, oder? Nee, im Prinzip ist es schon als Kombi gedacht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hat einen Nissan Navara, mit dem er lieber das ziehen möchte. Und dann würden wir den Wagen auch separat verkaufen, ja. Aber ansonsten bietet es sich einfach an, farblich, es passt zueinander, es ist ein gepflegtes Auto, es passt einfach. So, und was hat der gelaufen hier? 60.000 hat der Wagen gelaufen, der ist eben im Alltag genutzt worden. Das ist gar nichts für so ein Auto, nein, muss man sagen. Das ist wirklich in Amerika ist das hier ein Truck, so sagt man ja, so ein kleiner Semi-Truck oder ich sag mal ein Pickup-Truck, der drauf sind, und das ist ein riesen Motor mit drin. Magst du mal ein bisschen Gas geben? Einmal, ja. Ich weiß, vielleicht nur kurz, dass wir mal hören. Das ist kein Soundprozessor. So, das war ein halber Liter. Stefan? Ich habe mal aus Spaß eben gesagt, das war jetzt ein halber Liter. Ja. Ja, aber das ist halt ein Liebhaber-Ding. Ich sag mal, wer das weiß, kauft einen Morello, der fährt auch mit 19 Litern, hast du schon richtig gesagt. Außerdem ist der Diesel mittlerweile teurer wie das Benzin. Ja. Kann ich den fahren mit E10 eigentlich? Weiß nicht. Nee. Das fand ich würde super. Ich super. Der nimmt das Beste. Ja, nee, das würde ich machen beim Hemi. Da darf ich auch vorne reingucken? Ja, natürlich, komm. Mal kurz mal schauen. Das ist schon ein cooles Teil. Die Leute werden natürlich immer sagen, naja, der Spritverbrauch, aber der wird ja wahrscheinlich mehr stehen, als er fährt, wenn er im Campinggetrieb ist. Ein Haus auf Rädern, Auto ist dabei. Der Stefan sucht noch die Öffnung für den Motorraum. Was auch cool sind hier natürlich die Abschleppösen, die drauf sind. Guck mal, das ist so richtig Stahlösen hier unten dran, das ist kein Kindergeburtstag. Mal schauen, ob in dem Motorraum noch so viel Platz ist wie in Deutschland. Oh ja. Ja, ne? Sehr großer Motorraum. V8, du hast eben gesagt, Abschaltung Zylinder, das hat er? Ja, genau. Sollen wir mal noch ein bisschen lautstark machen? Cool. Ja. Mach ihn mal aus, bitte. Dann gehen wir mal rein, denn es geht ja eigentlich um das Gesamtgespann. Hier unten sind so Trittleisten, auch als Rockslider zu verwenden. Eben ein Hemi 5,7 Liter. Innen haben wir die Klimaanlage angemacht, der ist schön ausgestattet. Hat eine Aufbaubatterie mit drin, eine alte Warmwasserheizung mit drin, TV-Anschluss. Es ist wirklich voll. Ich habe eben einen Router, habe ich gesehen. Hier ist noch ein, sag mal, ein Schutz. Schutz. Kannst du abschließen, dann ist die Tür verriegelt und man kann es auch zeitgleich als Einstiegshilfe verwenden. Ja, sonst haben wir noch eine Kederleiste außen, falls doch jemand ein Luftzelt dran machen möchte. Wir haben elektrische Stützen am Fahrzeug. Wir haben die vorne mal ausgefahren. Runtergefahren. Die vorderen helfen natürlich auch beim Abhängen des Fahrzeugs, dass man ihn aus der Kupplung raus. Du hast hier die Handbremse noch nebendran, ist auch ganz interessant zu sehen. Das rote, das ist die Handbremse. Und ansonsten können wir den auf den elektrischen Stützen stellen. Batterie ist eine Lithium-Batterie drin. Also ist richtig schön, oder? Ja. Ja. So, da ist ein Inverter mit drin von Dometic, den habe ich gerade schon eben gezeigt. Hier vorne hast du ein Fliegengitter, das ist hier auf der Seite. Da ist der Inverter von Dometic verbaut. Hier ein CBE-Bedienpanel, also alles europäischer Standard, nichts USA oder sowas, UK steht drauf. FI-Schalter, das Leveling-System, das bedeutet also die Hubstützenanlage, die ist mit drin. Die Klimaanlage funktioniert, wir müssen schnell rein, Stefan. Ja. Sonst gehe ich kaputt hier drin, denn die Klimaanlage, die geht so schnell. Gerade eben war noch Bullenhitze hier drin und jetzt ist es angenehm. Machen wir schnell mal zu. Zu. Ich habe hier oben auch mal zugemacht. Hier oben ist ein Heki. Was direkt auffällt, Stefan, ist ja wohl hier dieses Raumgefühl. Ja, gigantisch.
absolut gigantisch das hier. Ne? Und das Geniale ist, das kannst du fahren mit einem, glaube mit einem BE kannst du das hier fahren, oder? Also ich habe jetzt schon gehört, dass es mit einem BE gehen wird. Ich hätte für einen C1E, hätte ich geschätzt, weil der Auflieger ja 4,6 Tonnen hat. Ja. Aber scheinbar gibt es das Ganze mit BE, habe ich mich belehren lassen jetzt. Ja. Ich wusste es auch nicht. Ich glaube, da gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen. Wir wollen mal nicht sagen BE, aber C1E auf jeden Fall. Aber es könnte auch BE sein, das kriegen wir raus. Am besten, wenn jemand konkret eine Anfrage hat. Cool ist ja, du kannst hier zur Seite rausgucken. Wo kann man das schon? Ich zeig das mal von der Seite. Das heißt, du kannst hier einfach hier zur Seite rausgucken. Das ist der Slide-Out. Das Ganze made in Europe. Das ist schon eine Besonderheit. 4,6 Tonnen wiegt der Slide-Out. Der steht gut da für das Alter, oder? Top, die Vorbesitzer haben natürlich auch einiges investiert, haben die Polster hier komplett neu gemacht, haben das modernisiert, das Ganze, haben technisch das Ganze vom TV, das ist ja auch eine Alexa-Steuerung gibt es hier, der Tablet, der hängt jetzt momentan nicht drin, weil er noch leer gemacht werden muss, weil noch persönliche Daten drauf sind, aber das ist alles auf dem neuesten Stand. Ja, der Tisch übrigens Eiche massiv absenkbar. Das ist spannend. Hier kann man auch drauf schlafen auf der Seite. Ja. Das geht auch. Ja. Dann hast du hier vorne dann nochmal eine Schlafmöglichkeit, die du umbauen kannst. Sofas, soweit wie das Auge reicht, eine Heckküche. Mit richtigem Ofen. Ja. Großer Kühlschrank, Mikrowelle. Aber der Flair macht es einfach hier. Ne? Es sieht so gemütlich aus. Ich gehe mal ganz in die Ecke, Stefan. Warte mal, dass man mal so einen Raumeindruck kriegt hier. Das ist jetzt hier von der Sitzgruppe. Wir können jetzt ein Käffchen trinken oder uns hier vom Bäcker unseres Vertrauens einen Butterkuchen bringen lassen. Oh ja. Du kennst den Butterkuchen? Ich kenne den, ja. Vom? Lolo. Lolo, genau, aus Saarbrücken. Wir sind in Saarbrücken. Also ich musste diesmal gar nicht so weit fahren. Von unserer Firma aus sind es gute 4 Fahrminuten bis zum Wohnwagenvogt. Aber demnächst wird sich was ändern, denn ihr werdet umziehen. Das Ganze geht eher in Richtung Saarlouis. Das sind 15, 20 Minuten weg. Ja, das ist aber auch nicht weit. Ja, 15 Minuten, dafür mehr Platz. Viel mehr Platz. Wird aber ein Projekt für 23, 24. Werden je nachdem, wann es fertig wird. Da vorne hast du einen Fernseher mit eingebaut. Großer Kühlschrank von Tedford. Also alles europäisch hier drin. Und eine riesen Spüle, riesen Wasservorrat. All das werden wir nochmal in die Daten reinschreiben. Genau, wir haben einen riesen Wasservorrat, Druckwasseranlage. Das Einzige, ja, was er vielleicht nicht hat, ist dann eine Festtanktoilette, aber dafür ist es eben eine ganz normale Tedford-Kassettentoilette. Aber alles andere ist im Niveau wie ein großer Luxusliner. Übrigens, großer Tipp von mir ist, wer da keinen Bock mehr hat auf die Chemie oder die Kassettentoilette, eine Komposttoilette mal probieren. Ich habe die probiert, ja. Das hält 4 Wochen lang. Du riechst nichts. Einbau ungefähr zwischen 300 und 400 Euro. Die Komposttoilette kostet 1100. Okay. Soak mit eingebaut. Vorne machst du nur das Pipi weg und hält ewig. Du riechst nichts. Mhm. Haben wir noch nicht getestet. Wir bauen jetzt mal demnächst Cinderella ein, wo Anfragen sind. Hast du mit der Cinderella schon? Ja, die braucht halt Gas. Also die Komposttoilette kommt aus dem Fernreisebereich. Ist so erprobt, ist eine Kurbel, machst du Kokos drunter, hast Humus anschließend, riecht nichts. Also du machst da das schlimmste Zeug rein, wo du denkst, das muss dann irgendwie riechen und es riecht nichts. Und das können wir hier umrüsten. Also euer Werkstatt kriegt das bestimmt hin. Oder halt eine Cinderella reinmachen, die braucht halt Gas. Ja. Oder eben die gute alte Tedford-Kassette, mit der ich meistens auch hantiere. Ja, ich mach's ja auch. Also die hält ja auch länger. Geheimtipp ist übrigens, muss nicht immer eine Tedford sein, es kann auch eine Dometic sein. Ja. Die ist, die dann ein bisschen größer ist. Hier vorne ist Technik, habe ich eben schon gezeigt. Dann hast du hier lauter Oberschränke, die Stehhöhe, du bist 1,85 Meter. Das ist wie zu Hause. Also, das ist wie zu Hause. 2,20 Meter, 2,30 Meter. Hast du irgendwelche Mängel hier festgestellt? Nein. Irgendwelche strukturellen Mängel? Nix, oder? Irgendwas Feuchtes, gar nichts. Du riechst auch nichts. Nein. Der sieht auch von außen wie geleckt aus. Klar, der ist foliert, aber der ist auch so sauber gekommen, der Wagen. So, hier drinnen hast du dann interessanterweise die Tel Air, ist ein Geheimtipp. Ja. Die macht nämlich richtig kalt. Ja, ich merk's. Und hier vorne hast du dann dein Schlafzimmer. Ich bin auch froh, dass sie kalt macht. Ein Queensbett mit drin, riesen. Meine Güte, ich erfriere hier gerade. Ja, Queensbett hier, auch ein Riesenraum. Fernseher gibt es auch nochmal separat hier im Schlafzimmer.
Aber was ich richtig cool finde, ist das Bad. Warst du schon drin gewesen? Nee, sag mal. Vor lauter. Ist der Grundriss übrigens, gibt es heute noch immer noch? Also Raumbad. Ja. Und dann ein gigantisches Bad. Und ich gehe mal rein, Riesenspiegel. Da sind wir. Boah, es ist so angenehm mit der Klima. Steht jetzt genau drunter. Große Dusche, wie zu Hause. Ja, das ist eine Keramiktoilette mit Kassette. Mit Kassette. Und Ventilator. Ventilator, große Dusche. Du hast hier ein bisschen weniger Stehhöhe, kannst aber mit 1,85 Meter aufrecht stehen. 2 Meter immer noch, ja. Das ist so. So, mal hier rein. Machen wir bitte den Schrank auf. Da ist so ein Doppelkleiderschrank, wie man den kennt aus Amerika. Übrigens auch nett gelöst. Das ist hier die Sicherung, dass es nicht aufgehen kann. Leicht hochgehoben. Ja, die sichern sich selbst, ne? Das ist ein ganz anderes System wie bei uns. Die sichern sich komplett selbst. War da auch skeptisch, ob das während der Fahrt hält. Aber das reicht, wenn die da drüber ist, dass das eben während der Fahrt sich sichert. Riesen Kleiderschrank mit Beleuchtung. Ein bisschen Technik ist hier noch mit drin. Auch hier, du gehst einfach zur Seite und dann sind sie entsichert. Mach mal bitte vor. Wenn ich hier so? Ja. Ansonsten. Die Qualität ist toll. Also ich bin ganz, ganz beeindruckt von der Holzqualität. Es ist halt so richtige Handwerksarbeit. Mhm. Ja. Ja, die Engländer, die bauen schon immer sehr gute Fahrzeuge. Schade, dass es mittlerweile so schwierig ist, für neue Fahrzeuge zu kommen. Ja, EU macht es natürlich, hat es damals einfacher gemacht. Hier haben wir jetzt entsprechend wenig, weil der Stauraum ja von vorne kommt. Also hier ist ja jetzt eine Ausbuchtung und hinter dem Ram kann ich hier den ganzen Stauraum, das Bett nutzen, um alles Mögliche unter das Bett zu packen. Der Schrank geht aber noch ein bisschen rein. Ja. Da kurz mal gucken. Da hast du noch einen riesen Kleiderschrank drin mit einem Wäschefach, einem Schwerlastauszug, den kannst du rausziehen. Und das Ganze dann nochmal auf der Seite, identisch mit sogar zwei. Ja, genau. So, Klimaanlage mit drin, Dusche mit drin, Fahrkurs bitte auf dem großen Parkplatz üben. So kann ich es nur sagen. Ich habe es einmal gemacht. Es ist gewöhnungsbedürftig, wenn du es mal drauf hast, viel einfacher als alles andere. Weil der, ich sag mal, Drehpunkt ist im Auto, deswegen kannst du auf der Stelle drehen. Du hast es eben erwähnt. Ja, als ich meinen Hänger- und LKW-Führerschein machen musste, musste ich auch immer auf den IKEA-Parkplatz üben gehen. So, diesen Spiegel hier nochmal, da bin ich. Guten Tag. Da ist mit drin Raum hoch. Es fühlt sich auch nicht an wie ein Reisemobil. Es ist eher wie eine Eigentumswohnung so ein bisschen, ja, wie so ein Tiny House. Ja, oder so ein Hotelzimmer auch, ne? Von der Aufmachung her. Fernseher noch drin. Vorne auch nochmal ein Fernseher. Ja, der ist jetzt zu haben. Schweren Herzens wird es ihn hergeben. 85 kostet der. Hat der Steuer eigentlich ausweisbar? Nein, nein, nein. Also ist ohne Steuer. Und das ganze Zugfahrzeug kostet 40.000, richtig? Sollen wir noch einmal in die Stauräume schauen von außen? Ja, kann man gerne machen. Dazu müssen wir den mal kurz wegfahren, glaube ich. Den. Nö, es geht so. Jetzt. Kriegen wir hin. So, ich filme noch einmal kurz in den Raum rein. Du kannst schon mal rausgehen. Da ist er. Innenraum und draußen ist es so bullig heiß und die Klima hat wirklich ganze Arbeit gemacht. So. Das ist ein Wechselrichter. Hier ist ja auch, das ist holzfrei, das Ganze. Wechselrichter. Komplett in Handarbeit. Sven, also du müsstest da normalerweise reinkommen. Ja, ich komme rein. Also schon ein sehr großer Stauraum das hier. Das ist enorm. Das Geniale ist natürlich bei dem System ist die Stützlast. Ja. Wo wir normalerweise von 80 Kilo reden, reden wir hier von einer Stützlast von einer Tonne, die der kann. Genau. Ein ganz großer Teil des Fahrzeuges liegt nämlich auf der Ladefläche des Pickup. Ja. Die übrigens auch die Kupplung innerhalb von 5 Minuten, wenn überhaupt, demontiert ist, wenn man den Pickup eben im Alltagsverkehr nutzen möchte. Also riesen Stauraum, hinten die Träger hast du gesehen für die Fahrräder, die waren ja drauf. Ja. Und das Ganze frisch foliert und es ist gut foliert, so viel kann ich euch sagen, wir haben ja viele Rundungen mit drin.
Also wirklich auch die ganzen Stoßkanten, die man hier hat, ganz sauber foliert. Also ich schätze mal, allein die Folierung hier, Fahrzeug und Auto, hat bestimmt 6.000, 8.000 Euro gekostet. 8.000 Euro waren es. Hat die gekostet. Ja. Und steht ihm wirklich gut. Mhm. Also er hat den richtig up-to-date gehalten. Ich habe gesehen, auch innen drin die Technik, Flatscreens mit drin, mit allen Runtern. Ja, und der Tablet kommt ja noch rein, der leer gemacht wird, wo man dann auch die Sprachbefehle mit Alexa machen kann. Alles auf dem neuesten Stand. So, wir sind bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken, zusammen mit Stefan Buhr, also das ganze Gespann für roundabout 125. Genau, ja klar, wenn du heute jetzt einen neuen Celtic Rambler kaufst, du kennst die Preise, kennst du nicht aktuell, ob es 150, 160.000 Euro, alleine eben so ein Auflieger plus noch einen neuen Ram, da bist du deutlich über 200.000 Euro, wenn du es neu kaufst. Wenn jemand übrigens handwerklich begabt ist und unbedingt irgendwas neu machen möchte, das ist auch wieder mal so ein Verfahren von außen nach innen. Das heißt, erst wurde die Hülle gebaut, dann ist der Ganze, das ist nicht tragend. Ja. Auch ganz wichtig zu wissen und viel GFK mit drin. Mhm. Also wirklich für die Ewigkeit gebaut. 29. Juni, wir machen für heute Schluss, denn mir läuft die Brühe runter. Gut, dass wir so früh angefangen haben, ja, oder? Definitiv, ja, und gut, dass die Klimaanlagen funktioniert haben heute in den Fahrzeugen. Die haben alle funktioniert. Eben ist uns eine Kabeltrommel abgeraucht. Also jo. Die war nicht abgerollt. Der typische Fehler. Typische Fehler, ne? Das war eine 50 Meter Kabelrommel, die vielleicht Kabeltrommel, die 10 Meter abgerollt war. Ja, wie man es jeden Tag eigentlich an Anrufen hat, wo was nicht funktioniert. So, ich zeig mal gerade, das ist die Telefonnummer, Wohnwagen Vogt 6611. Ich lese es gerade ab hier bei dem Morello. 6615 Saarbrücken und die Rufnummer ist die 992 88 0, die Vorwahl ist die 0681 für Saarbrücken. Am besten googelt ihr Wohnwagen Vogt. Den Laden gibt es seit über 60 Jahren. Unglaublich viele Meister habt ihr beschäftigt. Ihr seid richtig toll. Danke, Sven.